Komm schon, wo seid ihr? Wo seid ihr, Hühnerliebhaber, ja? Ich krieg euch. Ich zweifle diese Technologie immer noch sehr, sehr hart und sehr kritisch an, aber... Solange es das tut, was ich will, soll es mir für einen Moment mal recht sein. Ah, jetzt komm schon! Wo seid ihr? Ja, hier ist sowieso niemand. Gelehnt. Na komm schon, 5. 5 jetzt, bitte! Ach, scheiße. Okay, was haben wir noch? Zwei Minuten, es könnte knapp werden. Ich, das war die 5, okay. Also merken, es sind nie zwei Ziele so direkt neben oder untereinander. Das könnte, falls ich jetzt versage, für den nächsten Versuch wichtig werden. Jack braucht die Daten bald. Hast du die möglichen Ziele schon gefunden? Was mache ich denn hier, du Fotze? Ich habe mit dem Ding nur trainiert und auf einmal soll ich hier Scharfschützen lokalisieren, weißt du? Außerdem, wie kann der Satellit in die Gebäude reinschauen? Das würde mich mal interessieren. Ja, Satellitenbilder, aber also das möchte ich fast anzweifeln sogar. Ziel jetzt, komm, lehn doch nicht alles ab. Wie kann man nur so anti-alles sein? Das ist doch nicht euer Ernst. Abgelehnt. Okay, schnell. Bleiben noch 2 Gebäude. Ziel bestätigt. Das könnte zeitlich knapp werden. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 Sekunden für jedes Ziel. Jack braucht die Zieldaten. Du hast noch eine Minute, bevor wir die Daten hochladen. 8 von 9, okay. 8 von 9. Ich muss eigentlich ins andere Haus schauen. Hier ist niemand mehr. So, merken, also da wäre noch was. Natürlich 9 Stockwerke. Scheiße. Adrenalin. Yes! Fertig, Miss Dessler. Ich habe alle gefunden. Ja! Gute Arbeit, Sean. Ich lade jetzt alle Daten rüber zu Jack. Boah, gut, dass ich das Haus gewechselt habe. Es hätte wahrscheinlich noch gereicht, aber... es muss nicht unnötig knapp sein, also... finde ich, muss nicht, Leute. Wir müssen das hier sofort auf Jacks GPS hochladen. Schon dabei. Ja. Yeah. Sean lädt die Zielinfos gerade auf dein GPS. Du hast sie sofort. Was, GPS? Was? Junge, WLAN, was? CPU? AKW? CSU? SPD? Wir haben eine Reihe potenzieller Ziele gefunden. CR7? Ich hab sie. Gute Arbeit, Michelle. Heran und weg, zoomen und schießen. Ja, und so kann ich zielen, okay. Ich kann da ganz schön ranzoomen, ja, Hilfe. So. Zivilist identifiziert. Ja, was identifizieren die da eigentlich? Teilweise, ja, also, Freunde, schießen. War der erste. Habe ich ein Zeitlimit? Nein, scheinbar nicht. Oh, habe ich da getroffen? Steuerung ist noch ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Ja, ein bisschen abwarten, bis ich dann zack zuschlagen kann. Als Zivilist identifiziert, okay. Warum auch immer da jetzt Splitscreen ist, aber bitteschön. Das war nix. Fuck! Scheiße! Das war nicht gut. Okay. Das könnte unschön werden. Ja, solche Ziele sind ja dankbar, wenn die einfach so in der Gegend rumstehen. Wie so ein paar Jockels. Das ist ja gar kein Problem. Aber, so, 2 noch. Zivilist? Nein. Oh, fuck. Der letzte. Der ist hinter der Wand versteckt da. Na komm. Michelle, der Konvoi wurde angegriffen. Jack, du musst den Vizepräsidenten und seine Sicherheitsleute schützen. Erledige die Scharfschützen. Ja, hab ich doch. Sind alle tot, Junge. Jack, ich lade dir weitere Zielinformationen hoch. Wo kommen die her? Wer, was, warum? So, das ist bestimmt Zivilist.
Nee, dem tue ich nichts. Genau. So, der. Zivilist oder nicht, das verrät ihn jetzt. Das Licht nicht getroffen, oder? Nein, nicht. Fuck. Richtig schlecht gezielt, okay. Jetzt bleib doch mal stehen, Mann. Ach, scheiße. Dein Status bei den Scharfschützen. Wir müssen sie alle möglichst schnell ausschalten. Ja, was mache ich denn hier, du Fotze? Mach's doch selber. Nee, das wird so nix. Na komm. Letzter Versuch, dann mach ich einen anderen. Okay, egal. Solche dankbaren Ziele kriege ich nicht immer, oder wie? Getroffen? Ja, nein? Ja. Okay, Pfeil ist verschwunden. Ich krieg die schon noch. Na komm. Ja! Das war's. Alle Ziele wurden ausgeschaltet, Michelle. Ich wiederhole. Alle Ziele neutralisiert. Gute Arbeit, Jack. Hab ich gesehen, Junge. 44% finde ich ein bisschen mickrig. Also ich habe mich deutlich besser angestellt, muss ich sagen. Ganz persönlich auch. Es waren mindestens 198. Die Flugzeit nach Los Angeles beträgt ungefähr 5 Stunden. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Almeida? Ich brauche sofort Sanitäter. Wir haben hier Verletzte. Sind in wenigen Minuten dort. Einige dieser Leute haben keine Minuten mehr. Sir, bleiben Sie drin! Tja! Sir, ich bin Agent Jack Bauer von der CTU Los Angeles. Verstehen Sie mich? Ja. Gut. Das ist gut. Bleiben Sie bei Bewusstsein. Schauen Sie mich an. Ich bringe Sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Tesla. Ja. Nein, mein Fehler. Soll reinkommen. Was ist los? Wir haben eine neue Praktikantin. Das habe ich in der ganzen Hektik komplett vergessen. Wir können jetzt wirklich keine Praktikantin gebrauchen. Es ist zu viel los. Die Praktikantin ist Kim Bauer. Guten Morgen. Was soll ich machen? Kim, das wird wohl heute nichts. Oh, okay. Kim Bauer, stimmt's? Ja. Cool, dann willkommen, Sean Walker. Mir nach zum Technikraum. Ich zeig's Ihnen. Folgenden Ereignisse finden statt zwischen 10 und 11 Uhr. Tesla. Michelle. Daniels ist in einem gestohlenen Wagen vom Anschlagsort geflohen. Ich folge ihm auf den Freeway. Ich melde dir, wo er mich hinführt. Das war Jack. Er verfolgt Robert Daniels. Vielleicht findet er was. Bis Sean den PDA entschlüsselt hat, ist Daniels die einzige Spur. Soll ich Sean abziehen und selbst entschlüsseln? Nein, noch nicht. Ich habe den Hauptcode erfolgreich geknackt, aber die Daten wurden bei der ersten Verschlüsselung offenbar komplett zerhackt. Mehr wissen wir erst, wenn die beschädigten Dateien repariert und auf meinem System sind. Wie lange dauert das? Das sollte nicht... Ein Moment. Oh nein. Was ist los? Da war eine Sicherung eingebaut. Ich muss die Daten in weniger als 7 Minuten runterladen oder das Ding wird gesperrt und ist nicht mehr entschlüsselbar. Genau. Sicherlich. Genau so funktioniert das. Richtig. Die PDA-Festplatte ist beschädigt und wird in 7 Minuten explodieren. Der Zugriff auf die Dateien des PDA wird in 2 Stufen durchgeführt. Setzen Sie die CTU-Datenrettungssoftware ein, um die beschädigten Daten wiederherzustellen. Ja, ich starte die Software, läuft einmal durch und fertig. Ja, da, was soll ich denn noch machen? Und dann soll ich mich reinhacken. Ja, ich... Wenn ein Würfel markiert ist, drücken Sie entweder X für blaue oder Kreis für rote Würfel. Das ist ja einfach.
Okay. Genauso. Ach, da war gar nichts. Ach so. Ich kann es nicht steuern. Ich muss einfach warten und drücken, oder was? Kritisch. Kreis. Sag nicht, es geht jetzt über mehrere Level so. Das fände ich richtig schlecht. Aber für alle Computer- und Technik-Einsteiger, genau so funktioniert sowas, ja? Man sitzt vor einer bestätigten Datei und drückt X oder Kreis. Ach, ist ja ganz nett, muss man ja auch sagen. Mal vom Realismus komplett abgesehen, aber bitteschön. X. Man sieht es auch nicht, ich hätte, glaube ich, ein 8 oder 9 erlaubte Fehler. Aber sowas leiste ich mir doch gar nicht, Junge. Da bin ich viel zu OP für. Krass wird's erst, wenn ich dann irgendwann mal vier Tasten drücken muss. Es wird immer schneller, oder? Kreis. Ja, ja. Fuck, scheiße, war falsch. Okay. Yes! Das war Stufe 1. Zwei Dateien gerettet. Ja, super. Okay, ich habe die Daten gerettet. Jetzt muss ich die Verschlüsselung umgehen. Z stimmt. W stimmt. K stimmt. Yes! Nächster Level. Ich liebe sowas. Okay. Jawohl. Crewliste und Foto entschlüsselt. Genau so. Genau so, Freunde. Solche Level spiele ich gerne öfter. Viereinhalb Stunden sind fast rum. Mehr konnte ich nicht retten. Also die Crewliste verstehe ich ja, aber das Foto... Kannst du die Liste der toten Crewmitglieder auf dem Frachter und die neue Mannschaftsliste gegenchecken? Ja, schon dabei. Lee Jin Yu. Der einzige Name, der nicht auf beiden Listen steht. Er ist auf der Crewliste, aber war nicht auf dem Frachter. Wir müssen ihn finden. Jetzt. Liebe Mitbürger, vor 6 Monaten haben Personen, die gegen die Vereinigten Staaten kämpfen, versucht, mich meines Amtes zu entheben und zu ermorden. Hat eine weitere Gruppe versucht, James Prescott zu ermorden. Ihr Versuch schlug fehl. Aber ermorden. Sein Zustand ist derzeit kritisch. Ja. Die eingetragene Adresse, die wir für Lee Jin Yu finden konnten, ist definitiv ungültig. Sollten wir der Spur zu dem Spirituosengeschäft nachgehen? Yu hat dort letzte Woche 3 Kreditkartentransaktionen getätigt und das waren nicht die einzigen. Der Besitzer ist ein Mr. Shin. Der kennt ihn. Hoffen wir mal. Und wie in jedem guten Krimi kommen jetzt auch die Asiaten ins Spiel. Juhu. Die Koreaner, entschuldigen Sie. Okay. Ist alle freundlich. Nicht so sehr rennen, ganz locker, hallo. Yo. Ich bin von der CTU, ich suche diesen Mann. Haben Sie ihn gesehen? Tut mir leid, Sir, ich kenne ihn nicht. Oh, jetzt können wir so? Mhm. Ich weiß, er war mehrfach in diesem Laden. Ich weiß, er war in den letzten 2 Wochen mehrfach in diesem Laden. Tut mir leid, ich bin neu. Ich habe ihn nicht gesehen. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Nur ein paar Tage. Bin neu. Ich hätte vielleicht andersrum fragen sollen. Naja, okay. Okay. Dann sagen Sie mir, wer mir sonst helfen kann. Mr. Shin. Sie müssen mit Mr. Shin reden. Ist Mr. Shin der Besitzer? Mr. Shin? Wer ist das? Ich will ihm keinen Ärger machen. Ist Mr. Shin der Besitzer? Ja, er hat doch keinen Ärger, oder? Ich will ihm keinen Ärger machen. Das sagten sie bereits. Wissen Sie, wo Mr. Shin wohnt? Woher kennen Sie Mr. Shin? Ja, Riesenfrage, weil er hier arbeitet oder was?
Wissen Sie, wo Mr. Shin wohnt? Wissen Sie, wo Mr. Shin wohnt? Nein, ich arbeite nur hier. Das hätte ich mir fast denken können. Sagen Sie mir, wo Mr. Shin ist. Es ist sehr wichtig, es geht um ein Menschenleben. Mr. Shin ist im Hinterzimmer, glaube ich. Da dürfen keine Kunden rein. Ich kann mich auch abknallen, du Pisser. Halten Sie mich absichtlich hin, was soll das werden? Halten Sie mich absichtlich hin? Was soll das werden? Nichts! Soll nichts werden! Nichts rein! Ich mach dich so kaputt! Lassen Sie mich in das Hinterzimmer. Ich muss sofort mit Mr. Shin reden. Okay, okay. Ich lasse Sie ein, aber dass Sie mir keinen Ärger machen. Ja, ich will nicht sagen, ich hab optimal geredet, aber es hat irgendwie gereicht. Also, scheißegal. So, wir laufen ganz gediegen. Ja, einmal durch die heiligen Hallen. Wo ist der? Ach, der ist gar nicht hier. Ja, du Lügner. Jetzt kann ich auch rennen, jetzt ist egal. Restroom, na, da ist er sicher nicht. Mr. Shin, ich will bloß reden. Gehen Sie weg! Ja, wo ist der? Wo muss ich zu sprinten? Ach, da ist er! Okay. Spannung. Ich krieg dich. Koreanisches Drecksschwein. Ja, von dir lasse ich mich auch überfahren, oder was? Das wäre wirklich ein bisschen wack gewesen. So, dir weiche ich ganz einfach aus. Dem Junkie hier weiche ich auch ganz einfach aus. Dir auch. Oh, Leute. Ist ja fast gemein hier. Du blöde Biester, Junge. Ich mach dich kaputt. Okay. Habe ich ein Problem, wenn ich zu weit weg bin? Weil dann habe ich jetzt ein Problem. Der läuft im Kreis, oder kann es sein? Okay, aufgepasst, aufgepasst. Dich habe ich am Sack, Junge. Ah, du blöd. Ich hätte es mir denken können. Scheiße. Ja, wie soll ich den denn so kriegen, wenn er mir da und Müll in den Weg wirft? Okay, dich... Shin, halt! Unverzeihlich. Dafür kassiere ich Ihre Marke ein. Was? Wenn er mir dauernd Scheiße in den Weg wirft, ja, entschuldigen Sie mal. Ich habe ihn überhaupt nicht getötet. Was für ein Bullshit. Ja, Sie haben Dings getötet. Das war Ihre einzige Spur. Ja, was willst du von mir? Ich mache hier nur meinen Job. Also nochmal. Mr. Shin. So, und Abgang, aber richtig. Reden. Und schnell. Gehen Sie weg! Ja, so war es sicher nicht geplant, aber bitte. Oh, jetzt geht er aus dem Weg! Mann.